Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Failsäure 2. Failsäure 2. Wir haben gedacht, mit dem Grinder-Modul wäre es die einzige Möglichkeit, 2 rauszubekommen, wenn wir doch mal nachgeguckt hätten, dass es im Pulverizer auch geht. Ja. Wenn ich da jetzt nur einen rauskriege, rasse ich aus. Wir haben 2 Emeralds. So. So, und jetzt können wir da eine, dieses Dings mit dem Villager, oder? Will jetzt können wir einen Trader bauen, war das, ne? Eine Trade Station, ja. Dafür brauchen wir Stahlplatten. Jetzt wissen wir auch, woher ja, du auch gestern Stahl gemacht hast. Yeah. Ich habe gestern echt, ich habe so lange überlegt, warum ich jetzt Stahl gemacht habe. Ich habe aber keinen Stahl mehr. Und du hast auch keinen Redstone, ich musste das an meinem Ding craften. Mach du den Stahl, ich mach den Dispenser, okay? Geht auch eine Refined Iron Plate, da habe ich nämlich noch einen Stick von. Weiß nicht. Great Station. Nein, geht nicht. Ja, wir haben keine Rolling Machine mehr, die ist weg. Ich habe eine. Achso, hast du noch eine? Ja, komm her. Okay, ich Refined Iron. Habe ich noch. Komm her, ich habe hier eine Rolling Machine. Einen Bogen muss ich craften. Wo? Hier in dem Loch. In dem Loch. Falsche Richtung. Hier ist eine Rolling Machine. Ah. So. Wie viel brauchen wir davon? Weiß ich nicht. 4 Stück. Hab ich. Dann kann man es bei dir jetzt craften. Geh da mal raus. Ups. Alter, du hast jetzt den Sandstein da reingetan. Nein, hab ich nicht. Gut. Wollte. Ich hab aus Versehen mein Bett da reingelegt und hab's wieder rausgeholt. Mehr hab ich nicht gemacht. Bahn ist immer noch das geilste überhaupt. Das ist einfach das Beste, was wir je in dem Projekt machen konnten. Ich habe da hinten schon kurz angefangen, offline die 12 Dinger da hingelegt. Die du hast schon Bahn gebaut. Habe. Ja, ich dachte, explodiert nicht wirklich. Jetzt. So, was machen wir jetzt damit? Ich habe den Dispenser bei mir zu Hause vergessen. Ja, das war Fail. Warum fährt da jetzt draußen Laster rum? Ja, wir haben keinen Redstone. Ja, ich hab doch einen Dispenser gecraftet. Ich hab einen gecraftet. Ich geh mal kurz pennen. Ich fahr mal eben kurz mit der Bahn zu dir. Ah, das ist so spannend, Alter. So, ich hab mein Bett jetzt mal in mein Haus reingestellt. Auf jeden Fall auch schon ein Riesenfortschritt. Ich habe leider die Tür aufgelassen. Ich noch nicht. Hab das noch nicht dahingestellt. Wir haben gleich endlich eine Trading Machine. Eine Trade Station. Wir hätten noch den Mod rausschmeißen können, aber das wollten wir nicht. Nein. Da tradet einer. Wo? Was ist das? Zwei Stiere. Das ist okay, oder? Ach nee. Zwei Elektrum. Das lassen wir mal drin. Mal gucken. Du hast doch Elektrum. Besseres rausgekommen. Ich nehme mal dein Elektrum und versuche das jetzt. Wie geht das? Es geht nicht. Wie funktioniert denn das jetzt? Haben wir jetzt ernsthaft unsere Emeralds dafür
Das ist, glaube ich, das falsche Ingot. Wir brauchen das von Immersive Engineering. Ja, dann bringt uns das nichts, oder? Was ist denn das für ein Villager? Wir brauchen mal so einen normalen. Ja, hier, 12 Cooked Fish. Ich hab welchen. Ja, das habe ich mir gedacht. Cooked Fish ist auch wesentlich günstiger als Electrum Ingot. Ja, das stimmt. Wenn man das mal so sehen will. Ich nehme mal so ein Stack mit, ne? Mhm. Und ich nehme jetzt auch mal nicht die Bahn, weil es geht tatsächlich schneller, wenn ich fliege. Aber die Bahn ist halt einfach witziger. So, wie geht das jetzt? Ich tue den Fisch da rein. Hast du gerade eine Emerald bekommen? Nee. Wie funktioniert denn das jetzt? Ach so. Kann es sein, dass man das hier reinlegen muss? Ja, wie kriegen wir das da jetzt raus? Wetten, wir haben gerade so einen Scheiß gebaut und brauchen das gar nicht. Wie geht das? Es ist so scheiße. Railcraft Freight Station. Ich gucke jetzt nach. Ja. Railcraft Freight Station. Gib mir mal meinen Fisch wieder. Perform Villager Trades. Hä, wie geht das? Das ist so dumm. Wir haben jetzt 2 Emeralds dafür verschwendet. Ach so. Ich glaube, der muss in der Nähe von einem Villager stehen, steht hier. Können wir den einfach so abbauen? Oh ja, können wir. Das okay. Ist kein Icy Tour, keine Sorge. Ja, ich flieg mal eben zu einem Villager-Dorf. Mit meinem Hanglider, der nicht funktioniert. Wo ist denn das Villager-Dorf? Ja. Wir müssen aber den gleichen Villager auswählen, wie der da steht. Ja, der steht hier. Wir brauchen aber einen, der mit Fisch handeln will. Farmer, oder? Wir gucken mal, was die hier so handeln. Da. Hm. Wir müssen mal die Türen zubauen, sonst gehen die hier noch raus. Ja, im Moment mal, ich suche mal eben was. Hier ist ja irgendwie Kohle vielleicht in der Nähe. Wir brauchen Kohle. Mit dem können wir nämlich Kohle handeln. Ich will einfach nur mal testen, ob das überhaupt geht. Kohle wird man doch wohl schnell finden. Wieso will der jetzt nicht mehr mit?
Ich finde hier keine Kohle, Alter. Toll! Wie komme ich jetzt hier rein? Ich hab das dahin gebaut, dass die Villager nicht rausgehen. Ja, hier deine Drum. Ah, hier wieder 10 Fisch. Und jetzt? Hast du einen bekommen? Nee. Hier steht auf jeden Fall ein Villager. Ich verstehe den Scheiß nicht. Ja, irgendwie muss es doch gehen. Da, Fisch. Hier haben wir nochmal den Tisch. Leg doch mal den Fisch unten hin. Braucht das Energie? Wie funktioniert denn das? Ich hab keine Ahnung. Weil warten bringt doch auch nichts, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Wir verschwenden schon wieder Zeit damit, wenn wir nicht wissen, wie das geht. Vielleicht braucht man da, vielleicht sind die Villager ja wieder gesperrt dafür. Ja, das kann sein, aber dann hätten wir das auch nie bauen müssen. Trade Station Railcraft. Schau mir mal ein Video an und guck, ob der das irgendwie anders macht. Aber wenn er es nicht anders macht, dann liegt es halt wieder an dem Modpack. Aber ich habe halt keine Ahnung, woran es liegen könnte, weil wir machen ja... Was muss man hier... Hier ist ja kein Knopf, den man noch drücken muss. Nee. So, er hat jetzt die Trade Station aufgestellt. Steht neben einem Villager. Und jetzt... drückt er auf... was? Was tut er? Okay, er hat jetzt einen Trade. Oder? Was macht denn der denn damit? Okay. Schön, wie du mit Energiekabeln den Kram zubaust. Das wird nichts anderes. Hä, aber was macht der? Er hat es so gemacht. So wie wir. Ach nein. Ich glaube, ich hab's verstanden. Oder? Und wie geht's? Ich würde die Folge gern nochmal beenden und das offline machen. Ja, da haben wir eine 13-Minuten-Folge. Das ist ein bisschen sehr langweilig. Ja, das ist wirklich ein bisschen sehr langweilig. Irgendwie probieren wir mal was aus. Hast du noch 16 Kohle? Nein, gar keine Kohle. Dann such mal ein bisschen Kohle. Ja, dann musst du hier wieder zubauen. Ja, zugebaut. Es ist halt Nacht, das macht's halt besser. Da ist eine Höhle. Hier haben wir ein bisschen Weizen. Ich hoffe, das funktioniert so. Wie viel Kohle soll ich suchen? Eher so viel wie geht. So 10, 15 Stück.
habe jetzt 15. Ich glaube schon. Hol mal 16. Ja, dafür muss ich jetzt wieder was finden. Ich möchte das mal versuchen. Du meinst, dass man jeden Trade durchgeht bis zum unteren? Ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe jetzt 10 Fisch und 9 Weizen reingelegt. Wie viel Kohle brauchen wir? Aber das kann gar nicht sein. Man kann ja unendlich viele Emeralds machen. Ich leg mal 15 Kohle rein. So, und jetzt? Es geht nicht. Alter. Ich würde gern hier mal den Ton anmachen und gucken, was der sagt. Ach, kann das sein, dass die Trade Station, dass man damit die Villager irgendwie die Trades verändern kann? Das kann sein. Das uns aber nichts bringt. Oder brauchen wir, weil wir die Villager nicht benutzen können. Ja, das heißt, wir müssen sie so oder so, diesen Mod, der das irgendwie verhindert, rausschmeißen. Das heißt, sie haben gerade unsere einzigen 2 Emeralds für so einen Scheiß verschwendet. Naja, wir müssen dann aber so oder so den Kram wegmachen, diesen Mod, der das verhindert. Ja, weil wir kommen wirklich nicht an Emeralds ran. Dann mach das mal in der Config. Dann beenden wir nun hier diese Folge. Es tut uns leid, dass sie jetzt so ausgegangen ist, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann wird das hoffentlich funktionieren, weil wir dann diesen komischen Mod vom Server geworfen haben. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.